Sie. 1:1 Remis gegen SV Dortmund-Nassel. Wie sieht deine Einschätzung zum Spiel aus? Also ich finde, wir haben eigentlich ganz ordentlich gespielt. Hatten viele Aktionen, so wie wir uns das vorgenommen haben, also in den Halbräumen anbieten und dann über die Außenflanken reinbringen. Und so der letzte Pass, der letzte Tick hat gefehlt. Ich denke, wir hatten genügend Chancen. Und kriegen dann einen so ein blödes Gegentor und dann fährt auch das mit dem 1:1 nach Hause. Ja, nach dem 1:0 dachte man eigentlich, dass ihr jetzt aufdreht und das Spiel im Griff habt. Stattdessen kassiert ihr das 1:1. Warum konnte man den Schwung durch den Führungstreffer nicht mitnehmen? Ich weiß es nicht genau. Manchmal, es gibt so Phasen im Spiel, da ist es ein bisschen ruhiger und vielleicht ist es den vielen Spielen in den letzten Wochen jetzt geschuldet. Aber trotzdem hatten wir 3, 4, 5 gute Chancen, wo wir das zweite Ding machen können. Und dann geht das Spiel 2:0 aus wahrscheinlich. Ja, letzte Auswärtsfahrt, es geht zum Lüneburger SK. Was braucht man jetzt nun, um den 9. und letzten Auswärtssieg zu holen? Nochmal alles reinwerfen. Also Lüneburg, die sind auch gut drauf aktuell. Ich weiß jetzt nicht genau die Punkteanzahl, aber die haben viele Spiele gewonnen in der letzten Spiele. Und da gilt es einfach, jetzt sich nochmal gut zu regenerieren, vorbereiten und alles zu geben. Okay, danke. Dafür nicht.